Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dragonest. Ja, in der letzten Folge sind wir wieder aus dem Dungeon rausgeflogen, beziehungsweise wieder aus dem Spiel rausgeflogen. Naja, gut. Spiel neu gestartet, müsste eigentlich wieder jetzt wieder gehen. Also es sind halt manchmal diese Spielfehler, aber wenn ihr das Spiel spielt, wisst ihr das ja. Ist das also für euch somit auch kein Problem. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich die eine Quest jetzt eigentlich abgeschlossen hatte von, warte mal. Von dieser westlichen Waffenkammer. Wir hatten ja, also hier diese Questen sind natürlich klar. Aber ob ich jetzt hier diese Nebenaufgabe abgeschlossen hatte. Mal schauen. Ruhe bitte. Ah, da war in der Falle war da irgendwie einer gefangen, ne? Naja, okay, gut, dann machen wir das halt anders. Dann machen wir das nämlich so, dass wir da erstmal vielleicht noch ins östliche Waffenkammer herkommen. Wir gehen ins östliche Waffenlager, gehen wir halt erstmal noch. Moment. So. Aufgabe, östliche Waffenkammer. Waffenlager oder Waffenkammer ist eigentlich fast dasselbe, ne? Also, die haben ja auch mehrere Begriffe dafür scheinbar. Naja, okay. So, gehen wir mal rein, weil wir haben ja noch die täglichen Questen, ne? Ich habe schon wieder ein bisschen gefailt, indem ich halt die, den Goblin nicht gerettet habe, beziehungsweise ich habe den nicht gesehen, beziehungsweise gerade beim Endboss könnte der gewesen sein, vielleicht. Ich weiß es nicht, müsste ich vielleicht mal mehr darauf achten, wo der sich irgendwie, wo der, ja, gefangen sein soll. Das weiß ich halt leider nicht. Wenn es beim Endboss gewesen ist, ja gut, dann hatte ich sowieso jetzt speziell jetzt in der letzten Folge eine schlechte Chance, den zu befreien, weil mein Spiel halt sich aufgehängt hatte. Beziehungsweise ja, ich halt im Screen halt hängen geblieben bin. Ich habe sogar, das habe ich nicht geschafft, ne? Ah, das wird noch bearbeitet, okay. Ja. Toll, ey. Na toll. Okay, gehen wir halt einfach mal ins östliche Waffenlager. Ja, wir machen das jetzt auf normal halt einfach mal schnell durch. Dann müsste das schon passen irgendwie. So, okay. Bittere die Tiefen des uralten Waffenlagers. Die Waffe ist erwacht. Oh mein Gott. Das war ja easy. So, dann hier noch. Zack, einmal durch. Jawoll, eine 2-Hit-Kombo. Geil. So, zack. So, die Tür öffnet sich. Ja, komm, wir machen das einfach mal so richtig quick. Mal auch ohne irgendwie was aufzuheben. Gibt ja sowieso bei normal, gibt es ja sowieso relativ wenig Drops. Wobei ich wirklich schätzen würde, dass wenn ich jetzt schwer mache und ich die Drops liegen lasse, dass ich da auf jeden Fall die Instanzen auch deutlich schneller durchbekomme. So, Straße ist passierbar. Zack. Ja. Stopp. So, okay. Haben wir hier noch irgendwas? Ja. Eine Tür zum anderen Gebiet. Wurde aktiviert. Das war, glaube ich, hier oben, ne? Mhm. Die Dinger haben sich ja dann deaktiviert. Hier links, rechts. Machen dann keinen Schaden mehr. Am Anfang wollte ich hier immer noch umkloppen. Aber mittlerweile bin ich schon das 20.000. Mal hier drin irgendwie. Ich habe ganz schön lange eigentlich für diese 10 Level gebraucht, ne? Fällt mir eigentlich gerade auf. Gut, ich habe teilweise das Projekt auch nur relativ auf, ja, 10-Minuten-Basis oder so teilweise manchmal auch laufen gehabt. Oder manchmal gab es auch Fehler oder sowas in die Richtung. Oder ich habe auch viel Spaß nebenbei halt noch mitgemacht, ne? Also den ihr wahrscheinlich nicht macht. Aber halt schon im Allgemeinen, also gut angezogen, muss man sagen, ne? Für diese, ja, diese 10 Level von 40 bis 50. Ich weiß ja nicht, ob ich, ja, die Musik vielleicht ändern soll da hier. Ja, aber gehört zum Spiel mit dazu. Ich meine, ich habe ja meine eigene Musik, habe ich ja mittlerweile. Hatte ich am Anfang des Projekts, als das Projekt gestartet ist, hatte ich die auch nicht. War auf jeden Fall auch ganz lustig, ja, wie man an die Musik da halt rankommt. Da muss man sich auch erstmal informieren. Ich musste mich dann nämlich auch erstmal informieren, als ich dann halt, ja, nach Musik speziell jetzt für Minecraft oder so gesucht hatte. Beziehungsweise ich hatte ja auch ein Fußballmanager-Projekt, hatte ich ja auch mal in kurzer Zeit noch laufen gehabt. Aber das hatte sich niemand angeschaut. Ich hatte da, glaube ich, sogar irgendwas um die 100 Folgen sogar produziert gehabt, aber ich glaube, die sind jetzt auch nicht mehr existent.
Ja, ich hatte aber allerdings auch am Anfang mehrere Fails irgendwie gehabt. Da waren viele Sachen asynchron gewesen und viel war da nicht ganz so gut gewesen und irgendwie war das im Allgemeinen ziemlich bad, kann man sagen. Und keine Ahnung, das Projekt hatte, wenn es gut kommt, hatte es mal 4, 5 Aufrufe oder so gezogen. Konnte da somit die Leute vor dem Bildschirm nicht so ganz so gut fesseln. Und da hatte ich mir damals speziell für dieses Projekt halt Musik oder sowas in dem Fall rausgesucht aus dem Internet. Und gab es ja dann die Seite Incompetique oder sowas in die Richtung, die dann halt, also der Komponist oder Artist, der das dort verwaltet, beziehungsweise halt die Lieder zur Verfügung stellt. Der hat halt, naja, meistens waren die Lieder, glaube ich, ohne Text oder so, beziehungsweise waren okay. Aber da haben wir teilweise jetzt zum Beispiel das, was ich meistens bei Minecraft habe. Hier könnt ihr ja auf jeden Fall mal reinschauen. Ist auch der Link dann in der Beschreibung. Muss man ja dann auf jeden Fall auch machen. Auf jeden Fall dahingehend auf jeden Fall ein Dankeschön noch an die Künstler, die das im Allgemeinen zur Verfügung stellen. In dem Fall ist es, glaube ich, KST Beats. Und ich finde sogar, also mein Intro ist ja auch erstellt mit dem. Beziehungsweise das neue Intro, das alte Intro war von einer anderen Dingens. Da habe ich aber leider noch keine Rechte dazu. Weil ich dafür einfach noch zu klein bin. Aber das ist Yammer auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie heißen die? War das Monster Cat? Ich müsste eigentlich Monster Cat gewesen sein. Also Monster Cat ist, also das ist wirklich edle Musik, ne? Also das muss ich sagen, also das trifft auch meinen privaten Musikgeschmack. Und also das ist wirklich richtig edel. Teilweise die Texte, die dort haben, beziehungsweise Texte eher weniger. Aber die Musik, die die dort verwalten und haben, also man kann die sich, wenn man jetzt YouTuber ist. Und ja, da habt ihr mein Handy kurz gehört. Ich muss mal kurz hier nochmal runterschalten. So. Okay. Weiter geht's. So, und ja, die haben auf jeden Fall wirklich richtig gute Musik von Monster Cat und KSD Beats. Ist auf jeden Fall auch ordentlich, muss man auch wirklich so sagen. Und ja, wie gesagt, klickt halt mal rein bei den Kanälen. Und ja, wie gesagt, man kann sich gerade speziell jetzt für bei Monster Cat kann man sich, wenn man halt eine bestimmte Abo-Größe hat, darf man sich dann halt irgendwelche Lieder aussuchen und irgendwie ja, wie soll man sagen, erlauben sie es dann und dadurch, dass ich vielleicht noch im Netzwerk bin, ja, wird das dann halt letztlich erlaubt. Aber ich hatte es zwar schon mal probiert, aber ich hatte das mal angeschrieben, hatte leider keine Antwort bekommen. Das ist auch ein Kanal, der hat irgendwas um die 2 oder 3 oder also auf jeden Fall über 1 Million haben die dort. Oh, Abonnenten halt und ja, natürlich, da werden so viele Anfragen täglich kommen und ich bin da so ein kleiner Fisch hier. Und das heißt, sie haben mir halt einfach nicht geantwortet und ich wollte aber in Anführungsstrichen ja auch alle Lieder haben. Also man kann halt dann angeben, welche Lieder man haben möchte oder sowas in die Richtung und dafür bekommt man dann halt die jeweilige Lizenz oder sowas in die Richtung. Ja, um das dann halt letztlich zu nutzen. Und ich kann hier schon wieder nichts auswählen. Irgendwie. Ich hoffe, dass es jetzt hier weitergeht. Ja, okay, das geht hier auf jeden Fall weiter. So, dann können wir mal hier nochmal zum Dungeon verlassen. Wir gehen auf jeden Fall mal zum Eingang und ja, geben das hier auf jeden Fall mal noch ab bei der Abenteuergilde. Wir hatten ja hier Dingens. Oh, Suche nach der legendären Waffe, ey. Das funktioniert schon mal nicht so, wie ich das gerne möchte. Da muss ich wohl wahrscheinlich dann gleich doch nochmal irgendwie ins westliche Waffenlager. So, aber ich kann ja hier hinten kann ich noch ein paar Questen abgeben. Oh, die mag mich. Da habt ihr die rosa Schrift gesehen? Sie mag mich. Oh, süß. Hier hinten muss ich noch mal hin. Ach, ich hatte ja glaube ich auch noch hier die Träne. Nee, kann ich glaube ich nicht abgeben, ne? Das stinkt doch voll. Das stinkt. So ein Mist. Naja, okay. Östliche Waffenkammer. So, zack. 4% waren das jetzt. Oh, das sind sogar 2%, ey. Mein lieber Scholli, muss man sagen. Auch hier nochmal 2%, ne? Einfach so für 10 Minuten normal reinballern, um irgendwas zu erzählen. Und wir werden hier mal die Folge beenden. Ich habe es in der letzten Folge angekündigt. Ich muss die Folge ein bisschen kürzer halten. Bedanke mich fürs Einschalten und demnächst gibt es die Folgen auch wieder in ganz normaler Länge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.